war schlimm wieder. Ja, die Einsatzmeldung war eher unklar, noch Sturz von einer Bühne, und daraufhin sind wir dann mit drei Rettungsfahrzeugen und dem Notarzthubschrauber dorthin ausgerückt. Wir haben im Eintreffen vorher erst mehrere verletzte Kinder vorgefunden, die eben im Bereich von dem herabgestürzten Plateau sich aufgehalten haben. Wir haben dann sofort einmal begonnen damit zu sichten, wer und wie viele sind wirklich verletzt. Das ist dann unterteilt und dann ist natürlich sofort mit der Versorgung begonnen worden. Und in weiterer Folge dann eben mehr Abtransport in die Krankenhäuser Wels und Mittelland. Wie schwer waren die Kinder verletzt? Es waren von den insgesamt 10 verletzten bzw. betroffenen Personen 9 Kinder eher mit leichteren Verletzungen, mit Kopfschmerzen und dergleichen. Und ein Kind mit Verdacht auf eine Bauchverletzung, wo man jetzt einfach im Krankenhaus der Sache nie auf den Grund gehen muss. Die sind dann versorgt worden von den Mannschaften der Rettungsfahrzeuge. War sonst auch irgendwas im Einsatz? An sich nicht. Also wir waren insgesamt vom Roten Kreuz jetzt mit 3 Rettungsfahrzeugen fort und dann oder Hubschrauber Christoph Ross 10 aus Linz war ebenfalls anwesend. Personell waren wir aufgestellt mit 10 Sanitätern, die vor Ort waren, und insgesamt 3 Ärzten. Und das schwer verletzte Kind ist dann weggeflogen worden? Richtig, das ist mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum nach Linz transportiert worden, wo ihm jetzt nähere Abklärungen stattfinden. Den Bus. Ah, okay, alles klar. Passt. Servus, bitte.